Ich wollte heute über die Renteninformation sprechen, ne? Über die Renteninformation, die ihr, wenn ihr gesetzlich rentenversichert seid, also angestellt seid oder tatsächlich freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, wie ihr die denn lest. Ich kriege immer wieder Fragen dazu. Auch Servus, ich kriege immer wieder Fragen dazu, wie lese ich die denn? Wie setzen sich denn diese Zahlen zusammen? Was bedeutet denn das alles? Und es ist in der Tat so, dass man sich da ein bisschen reinlesen muss, um zu verstehen, wie die Zahlen denn miteinander korrespondieren. Die gesetzliche Rentenversicherung hat in den vergangenen Jahren schon vieles neu gemacht bei ihrer Renteninformation. Sie hat tatsächlich mehr Informationen drinstehen, als dass das vor 10 Jahren noch der Fall war. Das finde ich sehr gut. In dieser Renteninformation steht sehr viel drin, wenn wir es dekodieren können, also wenn wir es tatsächlich lesen können. Und deswegen lese ich das mit euch heute mal. Also nicht einzeln vor, aber die einzelnen Punkte. Und wenn ihr selber gesetzlich versichert seid, dann wäre es natürlich super, wenn ihr auch diese Renteninformation eure da hättet, weil dann könntet ihr nämlich mit mir durchgehen. Ich habe mir hier so eine Muster-Renteninformation ausgedruckt von der gesetzlichen Rentenversicherung, von der deutschen Rentenversicherung, damit ich hier tatsächlich euch mal mit euch dieses Muster durchgehen kann. Also, wenn ihr eine habt und ihr wisst genau, wo sie liegt, dann holt sie mal noch schnell. Ich quassel einfach noch ein kleines bisschen und dann könnt ihr nämlich mitlesen. Ganz kurz zur gesetzlichen Rente. Wie funktioniert die eigentlich? Das heißt ja immer so schön, also dieser Begriff, ich zahle in die Rentenkasse ein. Das klingt so, als ob da ein Topf ist, wo wir was reintun und wenn wir dann in die Rente gehen, dann holen wir unseren Teil wieder raus. Das ist aber ja nicht der Fall. Unsere Rentenversicherung, die gesetzliche, ist ein Umlagesystem. Also wir zahlen unser Geld an die Kasse. Die Kasse sammelt es und gibt es im nächsten Moment an die weiter, die früher an die Rentenkasse ihre Gelder überwiesen haben. Super, Lustschloss, du hast sie schon da. Sehr schön. Die Renteninformation. Also die früheren Generationen, die haben ihr Geld an die Rentenkasse gegeben und das ist an die Rentner damals ausgezahlt worden und heute zahlen wir an die Kasse und dieses Geld wird an die heutige Rentnergeneration weitergegeben, die früher eben gesetzlich versichert waren. Und so ist das eben auch heute. Wir hoffen, wenn wir alt sind, dass dann die jüngere Generation wieder über die gesetzliche Rentenversicherung für uns Geld an uns quasi zahlt. Und das ist immer das, was gesagt wird, dieser Generationenvertrag über die Generationen hinweg. Ich finde das einen guten Gedanken. Wichtig ist natürlich, dass genug Generationen nachwachsen. Das hat unsere Regierungen in den vergangenen Jahren versäumt, obwohl seit 20, 25 Jahren klar ist, dass die nachkommenden Generationen zu wenig sein werden, um die künftigen Rentner quasi zu einer vollen Rente zu verhelfen. Das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten klar. Wir hätten tatsächlich eine gezielte Einwanderung haben können und müssen, um die Renten wirklich stabil zu halten. Die Regierung hat in den vergangenen 20 Jahren immer wieder an der gesetzlichen Rente, an den Berechnungen, wie viel Rente wir bekommen werden, rumgeschraubt und sie sinkt tendenziell immer weiter. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich will mit euch diese Renteninformation lesen. Okay, das ist mit diesem demografischen Faktor auch immer gemeint, ne? Okay, also Rentensystem ist ein ziemlich krisensicheres System. Wenn wir alle in Aktien oder andere Sachen investieren, wenn es die großen Crashs gibt, dann leiden wir alle. Beim Umlageverfahren sind die Crashs relativ krisensicher, auch wenn viele Leute zum Beispiel ihren Job verlieren in Rezessionen. Gibt es dann staatliche Zuschüsse und die Zahlungen laufen weiter über die Rentenkassen. Also da schlagen einfach Krisen nicht dermaßen zu Buche, als wenn wir tatsächlich alle nur noch kapitalgedeckte Versicherungen hätten für unsere Rente, ne? Okay, also wie lese ich das jetzt? Das ist ja eine ziemlich trockene Materie, ne? Die wichtige Zahl, ich sag euch mal die Zahlen, die wirklich wichtig sind für uns, wenn wir das lesen. Die erste wichtige Zahl ist zum Beispiel, steht im zweiten Satz. Da steht,
beziehungsweise im dritten Satz, wann gibt es denn immer diesen Bescheid? Immer am Anfang des Jahres eigentlich. Ich habe meinen noch nicht bekommen, ich schätze aber mal, Ende Januar, Anfang Februar sollten diese Bescheide eigentlich bei euch eintrudeln. Okay? Also, ein wichtiges Wort steht schon in der zweiten Zeile. Ihre Regelsaltersrente würde hier in diesem Beispiel am 1. Juli 2038 beginnen. Das ist der Tag, wenn ihr offiziell nach der gesetzlichen Rentenversicherung in Rente geht. Also wahrscheinlich mit 67, manche vielleicht auch noch mit 65, aber ich werde offiziell erst mit 67 in Rente gehen. Dann beginnt meine Regelsrentenzeit, also ohne irgendwelche Abschläge. Denn wenn ihr früher in Rente gehen wollt, also wenn ich nicht mit 67 in Rente gehen möchte, sondern schon mit 63, kürzt mir die Rentenversicherung in teilweise hohen Prozentwerten meine künftige Rente ein. Das müsst ihr euch ganz genau überlegen, wenn ihr sowas vorhabt. Wenn dann nämlich diese Regelaltersrente um 5 oder 10% gekürzt wird, klingt das vielleicht nicht so viel. Wenn ihr das aber mal hochrechnet, da greift nämlich auch wieder der Zinseszinseffekt. Über 20, 30 Jahre, die ihr ja vielleicht noch lebt, habt ihr echt hohe Einbußen. Deshalb überlegt euch das wirklich genau, wenn ihr früher in Rente gehen wollt, ob ihr es dann vielleicht nicht lieber mit einer Einmalzahlung ausgleicht, diesen Rentenverlust, der dann irgendwann relativ massiv wird. Sabine sagt, ich bekomme meinen immer Mitte des Jahres. Ach ja. Ich dachte am Anfang des Jahres. Also hier bei der Rentenversicherung steht auch am Anfang des Jahres dran, aber vielleicht gibt es den auch erst in der Mitte des Jahres. Reiche ich nochmal nach, okay? Aber ich dachte auch immer Anfang. Anyway, aber ihr verpasst es nicht. Der wird tatsächlich per Post zugestellt. Ihr müsst den nicht digital irgendwo abrufen, okay? Also, Regelsaltersrente, da steht dran, wann ihr euch offiziell in Rente gehen wollt. So, dann kommen so ein paar Geplänkel, ne, wenn sich was an ihren persönlichen Verhältnissen ändert, ja, das fließt dann alles mit ein. So, und dann kommt dieses Kästchen hier, ne, was ihr auch kennt, ne, mit diesen Zahlen. Dann wird es spannend. Und da steht dann hier eben die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Die würdet ihr dann bekommen, wenn ihr wirklich nicht mehr arbeiten könnt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es tatsächlich weniger als 3 Stunden sind oder weniger als 6 Stunden dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen könnt. Diese volle Erwerbsminderung ist an sehr viele kleine Details geknüpft, an sehr viele Bedingungen geknüpft und die greift noch nicht, wenn ihr berufsunfähig seid. Die Berufsunfähigkeit hat eine andere Definition als die volle Erwerbsminderung. Bei der vollen Erwerbsminderung könnt ihr wirklich kaum noch irgendetwas arbeiten. Also da seid ihr wirklich in eurer Arbeitskraft extrem eingeschränkt. Das heißt, diese Erwerbsminderungsrente, die da steht, die volle Erwerbsminderungsrente, es gibt auch Teilrenten. Mit denen könnt ihr nicht rechnen, wenn ihr zum Beispiel, wie in meinem Fall, ich bin ja Journalistin, ich schreibe mit meinen Händen. Wenn mir jetzt zum Beispiel mein Arm kaputt gehen würde, wirklich kaputt gehen würde, wäre ich noch nicht voll erwerbsgemindert, aber berufsunfähig. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und diese Erwerbsminderungsrente wird nur in ganz bestimmten Fällen gezahlt und müsst ihr schon ziemlich eingeschränkt sein. Richtig ziemlich eingeschränkt. Sabine sagt, vielleicht ist die Zustellung abhängig vom Bundesland. Ah, weiß ich nicht. Also die gesetzliche Rentenversicherung ist ja eine bundesweite Einrichtung. Aber die regionalen Ämter stellen das wahrscheinlich zu. Das kann schon sein. Ich gucke das mal nach. Interessante Frage. Okay, also diese volle Erwerbsminderungsrente, die wird nicht einfach so gezahlt. Okay, dann geht es weiter. Höhe Ihrer künftigen Regelsaltersrente. Und das ist die erste. Dass es ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche dem heutigen Stand einer monatlichen Rente von, in meinem Beispiel, 1207 Euro. Also, wenn ich heute in Rente gehen würde, nee, Quatsch, wenn ich 1900, bin schon ganz wirr, wenn ich 2038 in Rente gehen würde, zum heutigen Stand, dann würde ich dieses Geld kriegen. Ich kann ja jetzt noch gar nicht in Rente gehen, ne? Und sollte ich aber bis zum Rentenbeginn, das ist dann die nächste Zahl, weiterzahlen, wie im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre steht da, dann bekäme ich
ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen eine monatliche Rente von hier 2334 Euro. Also wenn ich jetzt aufhören würde, meiner hier datiert vom 1.7. Okay. Also doch Mitte des Jahres. Der datiert hier von Anfang des Jahres. Also wenn ich heute, also wenn nach diesem Schreiben hier, wenn derjenige, der Mustermensch oder die Musterfrau, jetzt aufhören würde, in die gesetzliche Rentenkasse zu zahlen, würde sie im Jahr 2038 1207 Euro Rente bekommen. Würde sie aber bis 2038 weiter einzahlen, so wie in den vergangenen 5 Jahren, dann würde sie 2334 Euro an Rente bekommen. So lest ihr diese beiden Zahlen. Na? Das ist wichtig zu wissen. Bei dem einen seht ihr schon mal, wie ihr heute dasteht und wie ihr zur Rentenzeit, wenn ihr in Rente gehen könntet, dastehen könntet. Na? Wenn ihr Rente geht, dastehen könntet, wenn ihr so weiter bezahlt. Wenn ihr, heißt im Umkehrschluss, wenn ihr nicht mehr so viel an die Rentenkasse überweist, weil ihr in Teilzeit geht und dann euer Einkommen sinkt, dann sinkt natürlich auch diese Altersrente, diese Vorschau, weil ihr dann ja auch weniger an die Kasse zahlt. Ne? Wenn ihr ein höheres Einkommen generiert, dann könnte auch sein, dass hier ihr eine höhere Rente bekommt. Ihr könnt aber nicht, wenn ihr zum Beispiel 200.000 Euro zum Beispiel Bruttoeinkommen habt, da gibt es einen Riegel. So viele Rentenpunkte, zu denen komme ich gleich. Rentenpunkte könnt ihr nicht erwerben. Sag ich gleich noch was dazu. Okay, also, ne, das ist der Dreh. Rentenanpassung. Und dann kommt was ganz Wichtiges: Rentenanpassung. Da steht einiges Spannendes drin, denn hier steht zum Beispiel, aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen politischerweise kann die errechnete Rente in Höhe von 2334 Euro tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir die Entwicklung nicht vorhersehen. Sie könnte auch niedriger ausfallen. Ne? Hier sagen Sie, pass auf, hier machen Sie schon den Zeigefinger hoch. Deshalb haben wir zwei mögliche Varianten für Sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung 1%, so ergäbe sich eine monatliche Rente von etwa 2870 Euro zu eurem Rentenbeginn. Bei einem jährlichen Anpassungssatz von 2%, jährlichen Anpassungssatz von 2%, das ist etwa die Inflationsrate, ergäbe sich eine monatliche Rente von etwa 3530 Euro. Also, was die Rentenversicherung euch ja sagen möchte, ist, dass die Rentenanpassungen sind über den Anstieg der durchschnittlichen Bruttoeinkommen im Land. Denn die Rente ist an das durchschnittliche Bruttoeinkommen im Land, also in Deutschland, geknüpft, steht auf der Rückseite. Hier nehmen Sie quasi diese Steigerungen mit voraus, die im Grunde die Inflation ausgleichen. Das ist ein Inflationsausgleich. Denn ihr könnt euch vorstellen, diese 2334 Euro Stand heute für in 20 Jahren, haben wir natürlich einen Kaufkraftverlust durch die Inflation. Und darum geht es im nächsten Absatz. Das machen Sie mittlerweile wirklich ganz gut. Zusätzlicher Vorsorgebedarf steht dann. Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Renten und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. Versorgungslücke steht hier. Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie, wie bei Ihrer zu erwartenden Rente, den Kaufkraftverlust beachten. Also, in der Rentenanpassung zeigen Sie schon ein bisschen, Achtung, wir könnten die Inflation ausgleichen, aber vielleicht auch nicht wirklich. Und dann unten kommen Sie tatsächlich nochmal sagen, pass auf, rechne dir das durch, weil da könnte noch eine Lücke für dich klaffen. Ich finde das sehr gut, was Sie hier machen, weil Sie uns explizit darauf hinweisen. Jetzt geht mal auf die Seite 2. Das ist dann die Seite 1 zu Ende. Ne? Da stehen eure Hauptzahlen drauf. Geht mal auf Seite 2. Da ist 1, 2, 3, 4. Im fünften Abschnitt geht es nochmal um die Rentenanpassung und da steht tatsächlich dann auch etwas von der Inflation. Dort sprechen Sie nämlich davon, dass, ich gehe mal in die Mitte rein,
dass die ermittelten Beiträge sind, wie alle weiteren späteren Einkünfte, wegen des Anstiegs der Lebenshaltungskosten und der damit verbundenen Geldentwertung Inflation in ihrer Kaufkraft aber nicht mit einem heutigen Einkommen in dieser Höhe vergleichbar. So werden bei einer Inflationsrate von beispielsweise 1,5% pro Jahr bei Beginn ihrer Regelaltersrente im Jahr 2038, ne, 100 Euro voraussichtlich nur noch eine Kaufkraft nach heutigen Werten von etwa 74 Euro haben. Das heißt, sie weisen an mehreren Stellen tatsächlich darauf hin, dass wir uns kümmern müssen und dass die heutige Regelaltersrente, die da drauf steht, nicht die Rente ist, die wir dann tatsächlich kriegen werden, sondern sie höher ausfällt, beziehungsweise wir eine Lücke haben werden, allein durch die Verlust der Kaufkraft durch die Inflation. Okay, prima. Jetzt gehen wir noch mal weiter. Grundlagen. Wie werden die Renten eigentlich berechnet? Also, ich hatte ja schon mal gesagt, also wie, ne, ihr zahlt da ja ein. Was ist denn, wenn ich 300.000 Euro verdiene? Erwerbe, wie wird das eigentlich berechnet? Es ist so, dass ihr Rentenpunkte sammelt und dass die Rente sich quasi, diese Regelaltersrente, sich aus den Rentenpunkten errechnet, den Entgeltpunkten, so heißen die. Und wie kriegt ihr jetzt einen Entgeltpunkt? Und zwar, wenn ihr ein Einkommen habt, ein Jahreseinkommen, ein Bruttojahreseinkommen von, das sind zurzeit 37.000, nee, es sind ja um die 37.000, knapp 38.000 Euro. Wenn ihr das Bruttoeinkommen verdient, dann zahlt ihr Beiträge an die Kasse, die einem Rentenpunkt entsprechen. Das Einkommen ist auf zwei Rentenpunkte gedeckelt. Das heißt, 38.000 mal 2 sind 76.000 Euro. Also wenn ihr 80.000 Euro verdient, könnt ihr auch nur maximal zwei Rentenpunkte sammeln. Wenn ihr 300.000 Euro verdient, könnt ihr auch nur maximal zwei Rentenpunkte sammeln, weil ihr auch nur entsprechend an die Kasse das zahlt. Also ihr zahlt dann nicht 10% auf 200 oder 300.000, auch das ist dann gedeckelt auf diese Summe. Ne? So, also ihr könnt maximal pro Erwerbsjahr und zahlend in die Kasse zwei Rentenpunkte erreichen. Ne? So, das ist unsere Zahl, maximal zwei. Und wenn ihr halt nur die Hälfte verdient, zum Beispiel von 38.000, also 19.000, ne, im Jahr, dann kriegt ihr nur einen halben Rentenpunkt. Und das ist auch so, wenn ihr auf eure Rentenbescheide guckt, hier steht zum Beispiel 38,92 Rentenpunkte, Entgeltpunkte. So kommen eben diese Teilpunkte zustande, weil ja wir alle irgendwie verschiedene Einkommen haben und wir nicht sauber 37.000 verdienen, sondern vielleicht nur 35.000. Und dann kriegst du nur, nicht nur ein, da kriegst du keinen ein Entgeltpunkt, sondern 0,958 oder irgend sowas, ne? Das steckt dahinter. Und wie errechnet sich das dann? Eure Entgeltpunkte stehen auf der Seite 2, rechts unten, aus den erhaltenen Beiträgen von euch, ne, und anderen Versicherungszeiten haben Sie bis halt Entgeltpunkte in folgender Höhe erworben. Hier sind es 38,92. Wenn ihr diese 38,92 nehmt und nochmal hoch in den Text geht, Grundlagen der Rentenberechnung, da steht nämlich drin, dass ein Entgeltpunkt einem bestimmten Rentenwert entspricht. Der verändert sich von Jahr zu Jahr, auch diese Brutto-Einkommensgrenze ändert sich von Jahr zu Jahr, die rutscht immer so ein bisschen nach oben, hängt am Durchschnittseinkommen, steht auch hier drin, aller Bundesbürger. Und ein Rentenpunkt hat zurzeit einen Wert von 31,03 € im Westen und im Osten 29,69. Wenn ihr also jetzt euren Entgeltpunkt, den ihr bisher habt, mit dieser Zahl multipliziert, dann kommt ihr auf die Regelaltersrente nach heutigem Stand, also nach der mittleren Zahl auf der ersten Seite. Wenn ihr das hier in meinem Beispiel nehmt, ne, diesen 38,92 steht hier mal 31,03, dann kommt genau diese 1000, ich meine, ihr seht, 1207 Euro und 68 raus, die hier steht
In der Mitte, die mittlere Zahl, die mittlere Zahl hier, ne? Okay, ich weiß, ihr seht es schlecht. Kommt die mittlere Zahl raus. Das ist der aktuelle Stand an Entgeltpunkten. So könnt ihr da euch das ausrechnen. Und in diesem Kästchen steht drüber noch, was eben in euren Rentenkonten bisher angelaufen ist, was ihr eingezahlt habt, was eure Arbeitgeber gezahlt haben. Und ihr kriegt zum Beispiel, wenn ihr Mütter oder Väter seid, für die Kindererziehung, für jedes Kind auch Entgeltpunkte. Und deshalb ist es wichtig für euch, die Entgeltpunkte kriegt natürlich nur einer, entweder die Mutter oder der Vater. Es kriegen nicht beide die Entgeltpunkte. Und da ja häufig wir Frauen uns in den ersten Monaten um das Kind kümmern, dann plädiere ich immer dafür, Männer, verzichtet ihr auf die Rentenpunkte und gebt sie bitte den Frauen, weil auch sie häufig wir ja systemischen ja, Risiken ausgesetzt sind und so weiter. Also verhandelt das mit eurem Partner, aber die Entgeltpunkte für jedes Kind gibt es drei Entgeltpunkte, zumindest für die, die jetzt geboren sind. Deswegen kümmert euch drum, lasst ihr euch gut schreiben bei der Rentenkasse. Das läuft zwar auch automatisch, aber ich würde das immer mal wieder abfragen, eine Kontenklärung, also alle fünf Jahre mal eine Kontenklärung, so heißt das, Kontenklärung machen bei der gesetzlichen Rentenversicherung, damit auch wirklich alle Zeiten berücksichtigt sind. Okay, so, dann wisst ihr schon mal, wie diese Entgeltpunkte umgerechnet werden auf eure Regelsaltersrente. So, was ist hier noch wichtig? Da geht es nochmal um Erwerbsminderung, die an sehr viele Bedingungen geknüpft ist. Wenn ihr euch euren Bescheid durchlest, lest unbedingt nochmal diesen fünften Absatz mit der Rentenanpassung und der Kaufkraft. Da wird eben nochmal darauf hingewiesen, dass diese Regelsaltersrente wahrscheinlich nicht reicht. Obwohl in meinem Beispiel hier sieht die Regelsaltersrente schon ziemlich gut aus. Also ich sehe selten Rentenbescheide, gerade von Frauen, die solche Summen schon auf der Uhr haben. Ne? Okay. Das ist erstmal das Hauptsächliche. Ich scroll mal kurz durch, was ihr geschrieben habt, denn ihr habt ja einiges geschrieben. Okay. Genau. Kerber weist auf etwas Wichtiges hin. Wenn ich nehme jetzt mal hier diesen Betrag. Wenn ich 2038 in Rente gehe und ich bekomme dann diesen Betrag 2334 ausbezahlt, der wahrscheinlich dann höher sein wird, weil ja die Rentenpunkte, also wie heißen sie? Genau, weil der Rentenwert, diese 31 Euro, der steigt ja auch mit den Durchschnittseinkommen an, ne? Also dieser Wert wird wahrscheinlich höher sein, aber der geht ja nicht brutto gleich netto auf mein Konto. Von dieser Summe werdet ihr Steuern bezahlen müssen und Krankenkassenbeiträge, ne? Die gehen da auch mit ab. Darauf weist Kerger hin. Das ist, weil ihr könnt ja die Beiträge, die ihr an die Rentenversicherung zahlt, könnt ihr ja in der Steuererklärung steuermindernd geltend machen. Deshalb sind die nämlich im Alter zu versteuern. Das war auch ein Schwenk in der Gesetzgebung. Okay, also davon gehen nochmal Steuern ab plus Krankenversicherung. Da bleibt also dann nicht mehr so viel übrig dastehen. Ne? Man sagt, gesetzliche Rentenversicherung mindestens 300 Euro Steuern. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bei der Summe sind es vielleicht 200 Euro, die noch an Steuern runtergehen. Also es ist irgendwas mit 1.000, 5, 6, vielleicht 7. Ne? Sowas in der Richtung. Das könnt ihr euch aber auch ausrechnen. Es gibt Steuerrechner, wo ihr das auch mal eingeben könnt. Okay? Mal gucken, was hier noch. Das stark, denn das individuell angepasst. Bei Mindest, das ist individuell angepasst, bei mit stenografiert 68 von 100. Aha, ja. 68. Anna, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Schreib nochmal. Bei mir steht, denn das individuell angepasst. Bei mir steht 68 von 100. 68 von 100, ah, okay. Aha. Du meinst den Kaufkraftverlust, ne? Na, da hast du es noch lange hin bis zur Rente. Bist du noch jung, Anna? Bei mir steht da schon eine andere Zahl. Und versteuert werden muss die Rente auch. Genau.
Richtig, genau, richtig, danke. Okay, Finanzwunder sind auch zu. Genau, also das ist nicht brutto gleich netto, sondern da gehen diese zwei Komponenten noch ab. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob Pflegeversicherung abgeht. Das kann auch sein, dass die Pflegeversicherung auch noch abgeht. Was mit dem Soli ist, das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich gibt es den Soli, wenn wir in Rente gehen, nicht mehr. 2038 wird es den Soli nicht mehr geben. Okay, das ist im Grunde das, was ihr zur Renteninformation wissen müsst. Die entscheidenden Zahlen sind die Regelaltersrente, heutiger Stand und dann, wenn ihr tatsächlich in Rente geht, wenn ihr so viel zahlt wie die vergangenen 5 Jahre, dass die Rente sich anpassen wird, aber auch negativ sich anpassen wird, weil der Gesetzgeber die Rente immer ein Stück weiter runtersetzt, in den nächsten Jahrzehnten. Ihr müsst wissen, dass es maximal 2 Entgeltpunkte pro Jahr geben kann. Bezieht sich auf ein Durchschnittseinkommen von derzeit 38.000 Euro im Jahr, beziehungsweise 76.000, das Doppelte. Mehr Entgeltpunkte könnt ihr nicht erreichen mit diesen Einkommen, mit euren Einkommen. Und wie der Rentenwert ist. Auch das ist interessant, um zu wissen, wie sich eure Entgeltpunkte tatsächlich dann tatsächlich materialisieren in Geld. Okay. Wichtig ist dabei auch noch also zu verstehen, dass wenn ihr tatsächlich früher in Rente gehen wollt, dann stimmt nämlich die Rechnung nicht mehr der vergangenen 5 Jahre, ne? Wenn ihr nämlich dann vor der Rente zum Beispiel Teilzeit arbeitet, das ist auch so eine kleine Falle, wenn ihr dann Teilzeit arbeitet, dann sinken da auch die Beiträge, ne? Und dann sinkt nämlich auch eure Rente. Also in den letzten Jahren Teilzeit zu arbeiten, rechnet euch das genau durch. Da könnt ihr zur Rentenversicherung gehen. Die rechnen euch das ganz genau durch, was das ausmachen würde. Und dann habt ihr die Zahlen da und könnt euch eine Meinung bilden. Nicht einfach so aus dem hohlen Bauch heraus entscheiden, sondern sich genau durchrechnen lassen. Macht euch einen Termin, die machen das mit euch. Okay? Kerger, schreibt noch was. Man kann ab dem 15. auch selbst Beiträge einzahlen. Was halten Sie davon? Ah, Prost, ich trinke mal kurz was. Ja, du kannst aber nur Beiträge einzahlen, wenn du nicht gerade beschäftigt bist. Also wenn du einen Job hast, der gesetzlich versichert ist, kannst du nicht zusätzlich noch einzahlen. Das glaube ich nicht jetzt. Das kannst du vielleicht machen, wenn du keiner bezahlten Beschäftigung nachgehst. Und du kannst tatsächlich in die Rentenkasse immer einzahlen, ja, aber nicht, wenn du einer Angestelltenbeschäftigung nachgehst. Das ist dann das Maß der Dinge, ne? Also mehr geht dann nicht. Mehr kann man nicht einzahlen. Ne? Da muss man dann zusätzlich was machen. Was halte ich davon, wenn du sonst nichts machst? Das ist eine Einzelfallentscheidung, weil das kommt auch darauf an, was du sonst so hast. Die gesetzliche Rentenversicherung ist krisensicher für eine Sockelrente. Also ich sehe das als Sockelrente, als Basisrente wirklich an. Ob das jetzt in deine Vermögensstruktur, in deine Lebensstruktur passt, das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich so nicht beurteilen. Das ist zu glattes Eis. Solche pauschalen Antworten kann man nicht geben. Das ist nicht seriös. Was machen dann Freiberufler? Ja, Freiberufler, du kannst ja in der Tat freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen als Freiberufler. Manche Freiberufler, so wie Journalisten, können sich aber über die Künstlersozialkasse versichern lassen, beziehungsweise wir sind quasi zwangsversichert über die Künstlersozialkasse. Wenn du als Journalist arbeitest zum Beispiel und nicht festangestellt bist, und dann bist du quasi auch gesetzlich pflichtversichert in der Rentenversicherung und der Krankenkasse. Wenn du aber nicht zu einem Beruf angehörst, die tatsächlich auch zwangsversichert sind, gesetzlich versichert, dann kannst du dich freiwillig versichern bei der Rentenversicherung. Das sind aber die Beträge dann andere. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie das genau funktioniert, aber du kannst es freiwillig machen. Oder du baust eben ganz privat deine Altersvorsorge auf. Was jetzt der bessere Weg ist,
ist wie gesagt immer eine Einzelfallentscheidung, liegt auch daran, wie viel Einkommen du hast als Freiberufler, wie nachhaltig dein Einkommen ist, nach vorne gedacht. Ne? Da kommen viele, viele Komponenten zusammen. Okay. Genau, freiwillige Rentenbeiträge. Ja, die sind aber auch an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Die können nicht einfach so bezahlt werden. Ne? Da gibt es ganz bestimmte Vorgaben, wann das in welcher Form möglich ist, zusätzliche freiwillige Rentenbeiträge einzuzahlen, ob du angestellt bist, ob du nicht angestellt bist, ob du früher angestellt warst oder nicht. Man kann auch später noch an die Rentenkasse zahlen, aber auch das ist an einige Bedingungen geknüpft. Man braucht auch bestimmte Zeiten, in denen man schon an die Kasse gezahlt hat. Da gibt es so Mindestbeitrags- und Wartezeiten. Also das ist ja sehr, sehr, also da gibt es viele verschiedene Fälle, die Rentenkasse einen an Wegen eröffnet. Sagen wir es mal so. Ja. Okay, das wäre dazu. Es ist ein umfassendes Thema und wenn ihr wirklich Fragen habt über eure Rente zu Spezialthemen, dann geht immer zur Rentenkasse, also zur deutschen Rentenversicherung. Die sagen euch das, die sind fit, die Leute. Und wenn ihr in den großen Zentren keine Termine geht, dann guckt in die äußeren Bezirke, dort kriegt ihr schneller Termine. Und das ist die gleiche Rentenversicherung, ne? Ist halt nur ein anderer Ort. So, ne? Okay. Wahnsinn, das ist extrem verwirrend. Was ist verwirrend? Zuckerpudel, schreibt mal noch was dazu. Was verwirrend ist. Also es gibt ganz viele, ja, in gewissem Sinne sind einige Regeln verwirrend, weil es viele Möglichkeiten gibt. Sagen wir es mal so. Nicht, wenn wir angestellt sind und da einfach hinzahlen, da ist es relativ klar alles. Aber wenn wir dann mal Pause machen oder erst spät einzahlen oder gar nicht angestellt mehr sind oder nur freiberuflich arbeiten, da wird es dann ja komplex. Okay, ich würde ja mein Geld lieber selbst anlegen. Ja, mach es. Mach beides. Also. Wenn du einen Angestelltenjob hast, mach beides. Okay. Zuckerpudel, schreib mal noch, was verwirrend ist. Vielleicht kann ich es nochmal auflösen. Okay, ansonsten würde ich sagen, ich schließe das. Und morgen hatte ich ja schon mal angedeutet, morgen gibt es ein paar Informationen zur Rürup-Rente. Ob sich das für euch lohnt, ob das eine gute Sache ist, die Rürup-Rente abzuschließen, welche Fallstricke es da gibt, auf was ihr unbedingt wissen müsst, und damit ihr euch eine Meinung bilden könnt, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Okay, Zuckerpudel, schreibt nochmal. Man sollte auch überprüfen, ob man alle Zeiten wie Studium, Schule angerechnet bekommen hat. Ich musste einiges nachweisen. Das ist genau das, was ich meinte mit der Kontenklärung. Diese Kontenklärung ist in der Tat wichtig, einfach damit ihr seht, werden alle Zeiten aufgeschrieben, die ihr an die Kasse bezahlt habt oder wo euch tatsächlich Rentenpunkte wie eben Mutterschaft oder Vaterschaft gutgeschrieben werden. Dann habt ihr das alles mal schwarz auf weiß. Und genau, wenn nämlich irgendwas fehlt, ein Nachweis von einem Arbeitgeber oder von einem Praktikum oder sonst irgendwas, dann erfasst das die Kasse nicht. Und dann weist ihr das nach, dann lesen die das und dann erkennen die das an oder lehnen das ab. Genau deswegen Kontenklärung, damit wirklich alles erfasst ist, damit ihr auch wirklich die Entgeltpunkte bekommt, die ihr euch erarbeitet habt. Ne? Das ist wichtig. Okay, prima. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und genau, macht euch finanzschlau und morgen gucken wir uns mal die Rürup-Rente an. Okay? Tschüss, tschüss.